Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Ich habe den Bündner Bändrit gefunden. Mit wem habe ich den? Mein Name ist Rusti, aka Bär. Okay. Der Bär von Kurs, sagen sie mir, ja. Okay. Und ich sehe, wie der Bändrit ist. Also der Bändrit sieht aus wie ich. Aha. Das ist schon mal etwas. Zusammen, ich bin hier mal im Bündnerland, genauer gesagt in der Stadt Chur, und teste mal das allgemeine Wissen, aber auch die Vorurteile über Chur. Stimmt es, dass Bündner immer kiffen? Stimmt es, dass sie Subaru fahren? Das will ich jetzt herausfinden. Viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt für das. Wie heisst ihr? Richie. Fiona. Ursin. Ursin, freut mich sehr. Ursin, das ist eigentlich ein richtiger Bündnername. Ja, genau. Bist du der stolzeste Bündner von euch drei? Genau. Was sollte man denn einem typischen Bündner auf keinen Fall sagen? Dass sie keinen schönen Dialekt haben. Also wir haben einen schönen Dialekt. Lieb euren Dialekt. Ja, immer das gleiche kommt, vor allem, ich komme von Chur oben runter. Aber das Ding ist, ich habe das erst heute gehört. Was ist das? Das keine Ahnung. Warum sagt man das? Ja, ich sag vielleicht ab und zu, der Gast da ist kaputt. Was sollte man denn einem Bündner auf keinen Fall sagen? Er soll doch mal auf Zürich kommen, dort sei auch schön. Das sollte man einem Schweizer nicht sagen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Was sagt ihr denn zum Vorurteil, dass Bündner kiffen? Ich kiffe nicht. Ja, du nicht, aber ich meine, ich rede eigentlich von der grossen Masse. Ja. Nicht. Nicht gross. Bist du gerade ein bisschen heim? Nein. So ein bisschen? Nein, nicht. Ganz spitz? Nein, gerne nicht. Du bist Bündner, come on. Okay, und du, Ursin? Ja, nein, dann auch nicht. Nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht für Gesundheit. Das ist schlecht für Gesundheit. Ja. Das kaufe ich einem Bündner nicht ab. Wann hast du zum Beispiel das letzte Mal gekifft? Ja, nie. Das ist mein Papa. Darum, gell? Ah, ja. Ja. Nein, noch nie. Nein, ja, das muss ich natürlich sagen, wenn der Vater dazu hört. Und was sagt ihr zum Vorurteil, dass ihr Subaru fahrt? Ja, ist schon ein gutes Auto. Ah, du fährst ein Subaru? Nein. Ich doch nicht. Aber es ist schon ein gutes Auto, das muss man sagen. Bei uns in Basel gibt es den grossen Irrtum, dass viele Leute glauben, dass Bündnerfleisch aus dem Kosovo kommt. Was kannst du diesen Leuten mitteilen? Ja, nicht dumm. Dumm? Ja, das ist im Namen. Also, eben, gell, es ist im Namen, es ist nicht Kosovo-Fleisch. Also, wenn das jemand sagt, dass es aus dem Kosovo kommt, dann weiss ich nicht, was für ein System der hat. Viele in Basel glauben, dass Bündnerfleisch aus dem Kosovo kommt. Was kannst du diesen Leuten mitteilen? Ficken. Also wirklich, ist das eine Beleidigung? Ja, also, warum muss man Kosovo? Ich habe keine Ahnung, aber das ist gesagt worden. Nein, ich habe es noch nie gehört. Wenn wir vom Flachland uns entscheiden müssen, wo wir Ski fahren wollen, dann wollen wir immer einfach in den schönsten Kanton. Aber wir wissen nicht, ist das ein Wallis oder ist das ein Bündnerland? Was ist eure Meinung? Graubünden. Das ist das Beste und viel besser als... Besser als ein Wallis? Ja. Das Bündnerland, ganz klar. Da. Bündnerland? Genau. Warum? Ja, weiss nicht, weil es da schöner ist. Welcher ist denn jetzt der Schönere? Bündnerland. Warum? Weil es einfach umzingelt ist von Bergen. Und das Wallis nicht? Ja, ich weiß nicht. Was ist denn deine Nachricht an die Walliser, liebe Walliser? Ja, kommen hierher, gehen Skifahren. Gehen Skifahren? Genau. Okidoki. Kommen Bündner in Bündnerland. Weißt du, man sagt ja, man versteht die Walliser nicht, aber eine gewisse Grammatik solltest du also schon einhalten. Kommen rauf. Okay. Das Beste. Ist das dein Dialekt oder hast du etwas getrunken? Ein bisschen etwas gekifft? Nein, nicht. Ganz blöd? Nein. Minimst? Verdammt, nein. Hinter der Kamera steht der Jürg. Er hat einen YouTube-Kanal, wo er Let's Plays macht und das auf Bündnerdeutsch. Also wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Er ist unten verlinkt und jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt ein paar Quizfragen vorbereitet, um euch Bündner so ein bisschen zu testen. Mhm. Was ist die Wurzel von 64? 4. Oh Gott. Keine Ahnung. Komm, also das ist 4. Klassstoff. Ja, bin ich nicht dort gewesen. Aha. Wurzel von 64 ist, warte. Es kommt, ja, verdammt. Ach. Sehr, sehr gut. Wie lang ist die Luftlinie zwischen Chur und Sion? Wow, Sion, puh, ich schätze jetzt mal 200 Kilometer. Sensationell 180 Kilometer. 4000 Kilometer. 180. Ja. Sag stumm. Was ist näher an der Erde? Die Sonne oder der Mond? Der Mond. Ich weiß es nicht. Die Sonne. Keine Ahnung, der Mond. Die Sonne. Nein, ich weiß es nicht. Mond. Richtig. Und welcher von den beiden Himmelskörpern dreht sich um die Erde? Der Mond. Richtig. Gar nicht. Einer davon dreht. Richtig, sehr, sehr gut. Was? Die Sonne umkreist die Erde. Die Sonne. Die Sonne umkreist die Erde?
Nein. Okay, ich erzähle dir sonst einen Witz. Das ist der Witz, den glaube alle Bündner immer deprimiert, weil sie ihn jedes Mal anhören müssen und immer auswendig können. Warum hat ein Bündner Pilot immer eine Flasche Bier dabei? Keine Ahnung. Kennst du nicht den Witz? Nein. Den kennt doch jeder Bündner. Nein, voll nicht. Damit der Kalender. Ah, die haben alle nicht gekannt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gemeint, dass ich so... Okay. Du hast ihn gekannt. Einen von... 1, 2, 3, 4, 5. Also von einigen Leuten hat ihn einen gekannt. Okay. Kann ich nicht begrüßen? Ja, klar. Mein Kollege aus Tokio. Ein Gruß an dich. Gruß geht raus nach Tokio. Danke. Hey, Arte, Snap. 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 Also sag deinen Snap-Name. Arti 979. Schon easy. Okay, gut. Der will auch noch seinen Snap promoten. Osman Bodastrich Jugo. Osman Bodastrich Jugo? Genau. Das kann ich mir auch merken.